Ja, hallo. Ich habe mich mit dem Thema des Verbietens von Leuchtmitteln, was ja gerade recht aktuell ist im Rahmen der Ökosanierung unserer Gesellschaft, beschäftigt. Und ich bin der Meinung, man ist da nicht weit genug gegangen. Ich bin der Meinung, man sollte Kerzen verbieten. In dem Beziehungszustand der Nicht-Langspielplatte wird man zwangsläufig mit vielen Menschen konfrontiert. Gerade auf der Suche nach dem nächsten Album spülen die pulsierend Adern des täglichen Seins allerlei an. So bleibt es auch nicht aus, dass man, um den anderen seine Schutzlosigkeit auszuliefern, sich zu zweit trifft. Diese Form des Tete-a-Tete scheint in Zeiten von Social Media, Internetpartnerbörsen und Amazon-Generationen zu einer bedrohten Form des menschlichen Umgangs aufzusteigen. So lässt es sich wohl auch erklären, dass in vielen Cafés die Zweiertische direkt am Schaufenster stehen. Ausstellen von bedrohten Arten eben. Doch trotzdem lassen sich einige Damen jüngeren Alters noch dazu zu überreden, sich im wirklichen Leben nicht hinter Smileys, Profilen oder Roffels und Lols versteckt zu zweit zu treffen. Nur leider ist man dabei wenig browserunterstützt und auf seine eigene Hardware angewiesen. Selbst meine, für den Fall, dass der Dialog in verunsichernde Tiefen abgleitete, einstudierten 6 Smiley-Gesichtsausdrücke scheinen hierbei meinem Gegenüber nur wenig zu helfen, ihre Verunsicherung abzulegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man, um Smileys authentisch nachmachen zu können, unter akuter Hepatitis leiden müsse. Auch das Vorhandensein von Nase, Bart und Ohren sind mögliche Fehlerquellen für den mehrmäßigen Erfolg dieser Strategie. Auch der Versuch, das Thema zu fixieren, weg von dem, heute hab ich, morgen bin ich und übermorgen werde ich großmuntert, bleibe Kind, tut einiges Seltsames hervor. Eine mittlerweile dazu sehr liebgewonnene Frage ist, sag mal, was ist Romantik? Diese sehr einfach anmutende Frage hat es geschafft, ohne ein Sowohl-als-auch oder ohne ein Entweder-oder beziehungsweise ohne ein Relativpronomen mit scheinbar ungeheurer Komplexität zu strahlen. Dem ersten Mal, als ich diese Frage eher unabsichtlich einstreute, interpretierte ich die Sprechpause mir wohlgefällig. Die hätte nicht gedacht, dass ich so tiefgründig bin. Dabei hatte ich sie noch nicht mal an den Haaren gepackt. Großhirn an Hand, selbst Schulterklopf. Leider kam und kommt dann nach einigem Stammeln viel zu oft: Na, Kerzenschein und langsame Musik. An dieser Stelle des Gesprächs verstumme ich dann. Mein Gemütszustand lässt sich mit 2 Wörtern ausdrücken. Ach, schade. Wirklich, diese Antwort gießt eine ganze Epoche von Schmerzen lebenden und deshalb frühsterbenden Menschen in Paraffin. Allen Melancholikern und Traumweltverhafteten könnte so leicht geholfen werden. Lasst bloß die Kerzen aus und hört ab sofort Punk FM nicht unter 90 BPM. Damit wäre jegliche durch den verzweifelt träumenden Blick auf die Welt, der sich seine eigene Schönheit schafft, die der praktischen menschlichen Selbstgefälligkeitsmaschine zum Opfer fällt, verursachten Depressionen dann wortwörtlich wie weggeblasen. Man hätte so vielen Diebeskranken helfen können, die noch einmal versuchen, die Angeschmachtete einen Funken der Zuneigung abzuringen, die sie eigentlich verschmäht. Oder auch denjenigen, die von ihren Menschen enttäuscht auf der Suche nach dem schönsten Augenblick nicht mehr fündig wurden. Jetzt ist mir auch klar, welches Ziel Herr Edison mit der Erfindung der Glühbirne verfolgt hat. Tod den Romantikern, träumt nicht, schlaft lieber. Und jeder kann sich wohl vorstellen, wie Eltern, die ihren pubertierenden Kindern helfen wollen, welche in einer romantischen Fantasie von ihrem Star gefangen sind und ihnen deshalb so oder so ähnlich mit den Worten gegenübertreten: Jacqueline, mach die Kerzen aus und das Licht an, dann hörst du auf zu flennen. Doch so leicht gebe ich nicht auf. Ich versuche mich im Andersfragen, Variante pädagogisch. Und was bedeutet dann Romantik für dich? Das Bemerkenswerte, was mir dabei untergekommen ist, ist die Antwort, na, dass es schöner ist. Und es leuchtete ein, auch ohne Kerzenschein. Denn in einer Welt von Potenzpillen zur Luststeigerung und Geschmacksverstärkern dank der Glutamat-Mafia, warum sollte man nicht auch die Schönheit selbst verstärken müssen, damit sie den Zustand zur Kenntnisnahme übertrifft? Vermutlich macht die Anzahl und die Größe der Kerzen den Grad der Romantik aus. Wie falsch ich bloß gelegen habe mit Gesprächen, Briefen, Verständnis und mit diesem in die Seele schauen Scheiß. Die Wirklichkeit ist viel einfacher. Eine große Kerze kaufen, aufstellen und anzünden und schon ist die Welt ein Stück schöner. Und Romantik stellt sich zwischen Mann und Frau ein. Denn große Kerzen brauchen große Ständer. Oder die kostenneutrale Variante, sich einfach in der Kirche treffen. Dort sind meistens genug Kerzen angezündet und der Organist schafft es auch nicht mehr als 70 Beats pro Minute. Sozusagen eines der romantischsten Dinge der Welt: Gottesdienst. Die ganze Kirche selbst ist schließlich voller verklärter, verträumter Menschen, die eines Klerikers bedürfen, um an der realen Welt wieder teilzuhaben.
Jeden Kirchentag oder jede Synode sollte man folglich anders sehen. Deswegen ist vermutlich auch der Vatikan in Rom und der Wortursprung des Wortes Romantik auf das alte Wort, auf das alte Rom, das Rom antik zurückzuführen. Auch in unserer heutigen Welt sollte man den Konsum von Adventskranzgestecken als einen jährlich gesetzten romantischen Anker sehen. Ja, auch jedes Teelicht-Sonderangebot sollte man jetzt mehr sollte jetzt mehr beachtet werden als ein Treffen der anonymen Romantiker. Findige Werbetexter werden bald so oder so ähnlich an uns herantreten. Verwöhnen Sie Ihre Liebste jetzt mit etwas Romantik. 2,50 Meter Kerzen für 2,50 Euro den Meter. Best of Slow Metal 3 Euro jetzt in Ihrer Drogerie. Und nicht vergessen, Socken aus, dann wird Romantik draus. Die Weltdummheit mag eine ansteckende Krankheit sein, aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich werde beim nächsten Mal einfach fragen, was ist denn Sehnsucht? Aber ich ahne schon die Antwort meines Gegenübers. Na, das ist dann, wenn es dolle romantisch war. Vielen Dank.